Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Software-Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr hier oben in der Überschrift schon lesen könnt, heute wollen wir mal einen Windows 10 USB-Bootstick erstellen und mit diesem dann unseren PC mit dem Windows, was wir uns dann erstellt haben, auch installieren. Viele werden vielleicht ihr Windows noch immer mit der CD installieren und dann stundenlang Updates ziehen. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber der uralten CD-Windows-Installation mit einem USB-Stick. Ihr habt dieses Problem einfach nicht, weil ihr euch eine aktuelle Windows 10-Version mit allen Downloads und Updates der letzten Jahre fertig macht, bereitstellt und dieses dann eben komplett ordentlich installiert und dann eben keine Updates mehr ziehen müsst. Das ist ein Riesenvorteil und der zweite große Vorteil ist einfach die Geschwindigkeit. Mit einem USB-Stick geht die Windows-Installation einfach wesentlich schneller gegenüber einer CD-Installation. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich, um unseren Bootstick zu erstellen? Ganz klar, ein USB-Stick. Welche Firma ist vollkommen egal, ihr braucht einfach nur einen USB-Stick. Und der zweite Punkt, ihr braucht einen Windows-Key, denn mit einem Windows-Key könnt ihr eure Installation dann gleich während dem Einrichten Modus dann freischalten und habt dort gleich alles ordentlich eingerichtet. Und der dritte Punkt ist, ihr benötigt auch einen zweiten PC. Ein älteres Modell, was auch immer, Laptop spielt keine Rolle. Wir brauchen aber auf alle Fälle den Rechner, wo wir erstmal unseren USB-Bootstick erstellen können, mit dem wir dann unseren neuen Rechner dann auch installieren können. Das war es erstmal von den Vorabinformationen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Video mal an. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. Film ab. Wenn ihr euer Windows gestartet habt, ist der erste Schritt, erstmal euren Browser zu öffnen. Denn wir müssen uns ein Tool downloaden, das ist das sogenannte Windows Media Creation Tool. Das gebe ich mal hier bei Google ein. Ja, es wird mir schon vorgeschlagen. Ja, ich hatte schon mal danach gegoogelt. Das nehmen wir natürlich jetzt als Auswahlmöglichkeit. Und gleich der erste Beitrag. Ich hatte schon mal angeklickt, deswegen ist das schon nur so ein bisschen lila. Hier Microsoft offizielle Website. Da drücken wir drauf. Und dann kommen wir auf diese Seite hier. Und da könnt ihr dann euer Media Creation Tool mit dem Button downloaden. Hier steht es auch nochmal, Sie möchten Windows 10 auf Ihrem PC installieren. Zunächst benötigen Sie eine Lizenz zur Installation von Windows 10. Das ist klar, das benötigt ihr. Wir brauchen auch den Key, den ihr dann bei der Installation eingeben könnt. Anschließend können Sie das Media Creation Tool herunterladen und ausführen. Dann machen wir das mal. Dann wird das hier gedownloadet. Dann könnt ihr jetzt die Datei öffnen, den Ordner anzeigen und könnt auch direkt hier drauf drücken und dann geht die Installation direkt los. Ich habe meine Datei jetzt mal auf dem Desktop gespeichert. Dazu brauche ich einfach nur den Browser minimieren. Dann habe ich es hier. Bevor wir jetzt die Datei starten, ist es allerdings wichtig, dass ihr euren USB-Stick in euren PC steckt, auf den ihr dann euer bootfähiges Windows 10 installieren möchtet. Das ist wichtig, weil das Tool verlangt dann gleich danach. So, und dann tun wir jetzt doppelklicken und dann starten wir mal das Programm. Und dann öffnet sich so ein schönes Windows 10 Fenster. Am Anfang fragt ihr euch erstmal, ob ihr die Lizenzbestimmungen annehmen wollt. Tja, auch wenn ihr es nicht wollt, dann geht nichts mehr. Also ihr müsst sowieso akzeptieren. Jetzt rechnet er noch ein bisschen was intern, irgendwas vor. Müssen wir noch kurz warten. Ein bisschen Zeit müsst ihr mitnehmen bei der Installation des Windows 10 Bootmediums. Das ist leider so. Jetzt habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten. Jetzt Upgrade für diesen PC ausführen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben bereits einen Windows 10 Rechner, also machen wir auch kein Upgrade. Wir wollen das Installationsmedium erstellen, also einen USB-Speicherstick, eine DVD oder eine ISO-Datei. Dann wählen wir das aus, machen weiter. Und jetzt das Schöne daran, hier wird gleich alles erkannt, was ihr haben wollt. Ihr wollt deutsche Sprache, ihr wollt Windows 10 Edition und ihr wollt die 64-Bit-Version. Empfohlene Optionen für diesen PC verwenden. Logisch, wenn wir das Häkchen jetzt rausmachen, dann könnten wir jetzt auch sagen, wir installieren beide Versionen auf unseren USB-Stick. Wenn ihr aus irgendeinem Grund die 32-Bit-Version mal installieren wollt,
Warum auch immer, könnt ihr das auswählen. Das machen wir natürlich nicht. Wir brauchen nur die 64-Bit-Version, weil das ist eigentlich das einzig Logische für den normalen Windows-User, sag ich mal. Dann machen wir weiter. Oh, so, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr einen USB-Speicherstick auswählt, also ihr braucht mindestens 8 GB und diese 8 GB sind mit einem 8 GB handelsüblichen USB-Stick nicht erreicht. Das ist wichtig, das steht auch nämlich extra nochmal da, weil ihr wisst es vielleicht, wenn ihr euch eine Festplatte kauft, wenn ihr euch einen USB-Stick kauft, wo eine gewisse Gigabyte-Zahl draufsteht, dann ist die nach dem Formatieren nicht mehr da, also die Gigabyte-Zahl wird nicht mehr erreicht. Das liegt eben an der Hardware der Speichersticks so. Das hat was mit Bits und Bytes zu tun. Das würde jetzt zu tief greifen, wenn ich das euch noch erkläre. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, wenn ihr euch irgendetwas kauft und formatiert, verliert ihr ein bisschen was der eigentlichen Speicherkapazität. Und so ist es jetzt hier auch. Ihr müsst mindestens einen 16 GB oder einen größeren Gigabyte Stick als 8 GB kaufen. Also in dem Fall 16, 32, 64, irgendwie sowas. Ein normaler handelsüblicher 8 GB Stick würde nicht funktionieren. Und dann habt ihr noch eine zweite Auswahlmöglichkeit, das ist eine ISO-Datei. Wenn ihr die erstellt, dann würde das Windows wie üblich installiert werden über eine CD. Dann legt ihr es ins CD-Laufwerk rein und installiert wie vor 10, 20 Jahren schon euer Windows. Das ist dann genau dasselbe. So eine ISO-Datei ist dann ja wie so eine digitale Windows-Version, die ihr auf CD brennen müsst. Hier steht es ja auch, dafür braucht ihr dann ein Brennprogramm. Das wollen wir aber nicht machen. Wir erstellen logischerweise unser USB-Boot-Medium. So, weiter. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Habt ihr mehr als ein USB-Laufwerk drin, so wie ich jetzt hier, dann ist es absolut wichtig, dass ihr euch das richtige Laufwerk raussucht, weil wenn ihr das falsche nehmt und ihr seht das zu spät und drückt auf Weiter, dann sind die Daten, die auf dem USB-Laufwerk drauf wären, weg. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Am besten ist, ihr habt nur ein USB-Laufwerk drin, was ihr wirklich nutzen wollt und das verwendet ihr auch und dann kann auch nichts schief gehen, dann könnt ihr auch nichts löschen. In meinem Fall ist jetzt hier Laufwerk T und da gehen wir jetzt weiter. Der Stick hat glaube ich 32 GB und am Ende hat der nur noch durch Formatierung 29 GB. Nur mal so als Info noch am Rande. So, weiter. So, und jetzt haben wir jede Menge Zeit, brauchen wir auch. Denn jetzt wird unser USB-Stick formatiert. Und fürs Installieren von Windows 10 auf unserem neuen PC vorbereitet. Das dauert jetzt ein Stück, deswegen können wir ein bisschen vorspulen. Gleich ist es soweit. Die 100% sind voll gleich. Jawohl. Das war's aber noch nicht. Es geht weiter. Nun wird unser eigentlicher USB-Stick noch beschrieben. Auch das dauert wieder ein, zwei Sekündchen. Nun haben wir es zum Glück fast geschafft. Gott sei es gedankt. Also in Echtzeit sind jetzt hier 10 Minuten locker vergangen. Also da seht ihr schon, ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen. Die Installation des USB-Sticks dauert ein Stück. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, weil per USB installieren ist wesentlich angenehmer, wie wenn er von CD installiert. Vor allem, und das ist besonders wichtig, habt ihr jetzt die aktuelle Windows 10 Version und ihr müsst keine weiteren Updates downloaden. Das ist nämlich der eigentliche Hauptgrund, warum man das überhaupt macht. Sonst könnt ihr auch einfach eure Windows 10 CD nehmen, die ihr vor 2 Jahren im Mediamarkt gekauft habt für 100 Euro. Und ja, müsst dann aber erst nochmal 2 Tage lang Updates downloaden. Das habt ihr jetzt hier nicht, weil ihr eben von Windows oder von Microsoft die aktuelle Windows 10 Version gedownloadet habt über dieses Windows Media Creation Tool. Ja, jetzt habe ich eine gute Minute erzählt und wir sind immer noch bei 98%.
spulen wir noch mal ganz schnell. Man mag es kaum glauben, Stunden später ist es endlich fertig. Also wenn ich das jetzt in Echtzeit hätte laufen lassen, wäre unser Video 20 Minuten lang und hätte definitiv den Rahmen auf YouTube gesprengt. Nun sind wir fertig. Wir können jetzt auf Fertigstellen drücken und unser USB-Stick ist erstellt. Nun könnt ihr diesen aus eurem PC rausziehen und für den neuen Rechner für eure Windows-Installation verwenden. So, und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer sich vielleicht wundert, was ich hier für ein lustiges Bildchen als Desktop-Hintergrund habe. Ja, das habe ich selber geknipst und auch das Tierchen habe ich selber gefilmt. Und wer vielleicht da das mal in Aktion erleben will und ja, das mal bewegte, mal ein paar bewegte Bilder von diesem Tierchen sehen will, da kann gerne mein verlinktes Video, was ich euch jetzt hier oben in der Infobox zeige, angucken. Würde mich freuen. Und wenn ihr Lust habt auf sowas, dann schaut ruhig gerne mal rein. So, machen wir jetzt aber weiter. Nun haben wir noch den letzten Schritt vor uns, denn wir müssen auch unser Windows 10 noch von unserem neu erstellten USB-Stick installieren. Wenn ihr euren Rechner einschaltet, dann kommt in der Regel zuerst so ein Boot-Logo. Das ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei mir ist es MSI, weil ich ein MSI-Board habe. Aber wichtig ist eigentlich nicht die Firma an sich, sondern was da unten steht. Ihr müsst euch wirklich beeilen, teilweise, weil dieses Bild ist nur 2-3 Sekunden da und dann wird schon weitergeschalten. Deswegen guckt euch am besten ganz genau den Bildschirm an, was da steht. Für uns ist interessant die F11-Taste Run Boot Menü. Denn wir wollen jetzt mit unserem Bootstick das System starten. Wir haben ja noch kein Windows auf unserer Festplatte, deswegen wollen wir ja von unserem Bootstick starten. Und das machen wir am einfachsten mit der F11-Taste und da können wir dann unseren Bootstick einstellen. Das zeige ich euch aber gleich. Alternativ können wir mit der Löschen-Taste ins BIOS gehen und dann dort unseren Bootstick in der Reihenfolge ändern. Und auch das zeige ich euch gleich. Wichtig auf alle Fälle ist noch zu erwähnen, dass es von Hersteller zu Hersteller der Boards sich ein bisschen unterscheidet, welche Taste ihr drücken müsst. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass ihr guckt, was da unten für Angaben stehen. Es gibt auch Hersteller, die eben statt der Löschen-Taste für das BIOS F2 oder F8-Taste verwenden. Das ist halt dann der Unterschied. Aber grundsätzlich, so diese Tastenkombinationen, auch die F11-Taste, die ist eigentlich ein recht hoher Standard und wird bei vielen Herstellern verwendet. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt, es kann auch variieren gegenüber meinem MSI-Board. Das BIOS der Hersteller ist leider immer sehr unterschiedlich. Jeder macht da so ein bisschen seine eigene grafische Oberfläche. Das müssen wir jetzt leider erstmal so akzeptieren. Ich habe jetzt nur das MSI-Board für euch zum Zeigen. Aber es geht um die Boot-Priorität, also um die Boot-Reihenfolge in unserem System, die wir jetzt ja verändern wollen. Und da müssen wir unseren USB-Stick in die vorderste Position stellen. Wie ihr es jetzt gerade vielleicht gesehen hattet, die SSD von mir ist ganz vorn und wir wollen den USB-Stick in der Reihenfolge ganz vorschieben. Und wie ihr das machen wollt, ist ganz easy. Ihr klickt einfach eure Festplatte, was ihr eben nach vorn schieben wollt, an, zieht es vor und zurück und dann habt ihr die Boot-Reihenfolge schon geändert. Ist eigentlich von der Bedienung im BIOS eine richtig feine Sache, könnt ihr nicht viel falsch machen. Und dann drückt ihr einfach oben auf X und geht dann nämlich wieder raus. Dann fragt ihr euch, ob ihr speichern möchtet. Natürlich wollen wir speichern und dann haben wir die Boot-Reihenfolge geändert und dann können wir unser System wieder neu starten. Und die zweite Alternative ist natürlich die wesentlich einfachere und die wollen wir natürlich auch uns nochmal anschauen. Wir drücken die F11-Taste und dann kommt so ein kleines knuffiges Fenster, wo wir jetzt gerade mal noch nichts sehen. Deswegen gehe ich mal mit der Kamera ein bisschen näher ran. Und dann kommen meine Festplatten gleich zum Vorschein. Bei euch wäre dann eine Festplatte oder vielleicht auch zwei Festplatten zu sehen. Und auch hier müssen wir jetzt unseren USB-Stick, den wir mit Windows erstellt haben, auswählen, um dann von diesen booten zu können. Meine Samsung ist meine Windows-Partition. Da sind noch ein paar weitere Festplatten drin. Das sind halt Datenfestplatten. Für uns ist es eben jetzt interessant, den USB-Windows-Boot-Stick auszusuchen. Und das ist der Intenso Basic Line bei mir. Und dann bootet jetzt euer System wieder neu, wenn ihr die Enter-Taste drückt. Und da kommt unsere erste Eingabemöglichkeit, die wir jetzt vornehmen können. Wir können die Installationssprache, die Uhrzeit und die Tastatur-Eingabe in der Sprache auswählen.
Habt ihr euch jetzt für eine Sprache entschieden? Ja, Tobi, dann können wir ja jetzt mit der Installation von Windows 10 fortfahren. Einmal auf Weiter. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unseren Computer reparieren zu können. Wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen unser Windows frisch installieren, alles ganz fein machen. Also jetzt installieren. Und dann kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt überhaupt. Wir müssen jetzt unseren Windows-Installations-Key eingeben. Den habt ihr auf eurer CD meistens hinten drauf. Oder wenn ihr euch eben einen Key kauft, was ja auch legitim ist und erlaubt ist, dann bekommt ihr den meistens zugeschickt. Den gebt ihr hier ein und macht dann einfach weiter. Keine Angst, das ist ein frei erfundener Key, den braucht ihr jetzt nicht nachzudrücken. Der funktioniert nicht. Habt ihr keinen Key, habt ihr auch die Möglichkeit, eure Installation trotzdem fortzusetzen, müsst aber dann zwingend die Installation innerhalb von 30 Tagen noch registrieren. Und im nächsten Feld haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Betriebssystem auszuwählen, welches wir auf unserem System auch installieren wollen. Für den Otto-Normalverbraucher gibt es nur zwei Möglichkeiten, die sinnvoll sind. Das ist einmal die Windows 10 Home und die Windows 10 Pro Variante. Wir wählen natürlich die Windows 10 Pro Variante. Ist halt auch sehr schön, dass Microsoft uns die Möglichkeit gibt, bei der Installation das herauszusuchen, ob wir Home oder Pro nehmen. Ja, dann kommen noch die obligatorischen Lizenzbedingungen. Die AGBs müssen halt immer mit dabei sein, die akzeptieren wir und machen weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unser System zu upgraden. Wenn wir noch ein altes Windows 7 System haben, können wir es upgraden auf Windows 10. Und ansonsten, das machen wir natürlich jetzt nicht, wählen wir ein neues Betriebssystem aus. Und nun kommen wir zu einem ganz wichtigen Fenster. Hier sehen wir all unsere Laufwerke, die im System installiert sind. Und nicht nur die Festplatten, sondern auch eventuell vorhandene Partitionen der einzelnen Festplatten. Deswegen müsst ihr jetzt wirklich aufpassen, dass ihr euer richtiges Laufwerk auswählt. Wenn ihr natürlich noch ein System habt, wo noch gar keine Daten drauf sind, ist es kein Problem. Ihr wählt einfach eure Festplatte aus, die ihr gerne mit eurem Windows installieren wollt. Drückt einmal auf Neu. Dann könnt ihr jetzt die komplette Festplatte, so wie sie ist, mit allen verfügbaren Speicherplatz formatieren und eine Partition erstellen, in dem Fall, und dann formatieren. Oder wir machen es jetzt so, wie ich jetzt hier im Bild. Wir machen eine Partition mit 150 GB, wo wir unser System drauf installieren, und den Rest, da machen wir dann Programme und Spiele drauf, wie wir Lust haben. So, jetzt haben wir hier 150 GB für unser Betriebssystem und der Rest ist dann Datenfestplatte, Spiele, Programme, was auch immer. Die Partitionen erstellen wir genauso. Und dann werden wir diese beiden Partitionen in unserem Betriebssystem später auch wiedersehen und können dann unsere Sachen darauf installieren. So, und für die Windows-Installation nehmen wir jetzt unsere Festplatte, Partition 1, Laufwerk 7 und machen weiter. Und dann öffnet sich hier so ein lustiges Fenster, in dem wir zugucken können, wie Windows unser Betriebssystem auf dem Rechner installiert. Das dauert ein Stück, deswegen spulen wir mal ein kleines bisschen vor. Wir haben es fast geschafft, mindestens für die Vorbereitung der Installationsdateien. Das geht jetzt noch weiter. Jetzt warten wir wieder gefühlte Stunden, bis es fertig ist. Nee, so lange ist es natürlich nicht, aber es sind schon noch ein paar Minuten. Deswegen werden wir noch mal ein bisschen die Sache beschleunigen. Unser System fährt jetzt immer wieder hoch und runter, startet neu, installiert halt was. Das seht ihr dann schon auf dem Bildschirm, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wir können jetzt hier jetzt neu starten drücken oder einfach die 10 Sekunden abwarten, bis das System neu bootet. Das macht er ein paar Mal und folgt einfach den Sachen, die auf dem Bildschirm da erscheinen. Und fragt er euch nochmal nach eurer Region. Stimmt's, dass ihr aus Deutschland kommt? Ja. Ist das Tastaturlayout richtig? Ja. Wollen wir noch eine zweite Sprache hinzufügen? Natürlich nein. Wir überspringen das. Könnt ihr jederzeit auch was anderes machen, ist natürlich kein Problem.
Welche Einrichtung möchten Sie durchführen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein persönliches Netzwerk zu errichten und alles andere machen wir auch nicht. Wir sind Privatpersonen und gehen einfach weiter. Wir wählen natürlich vorher noch aus und dann gehen wir weiter. Und nun kommt er an die Stelle, wo ich euch erstmal nicht unbedingt weiterhelfen kann, weil jetzt braucht ihr eure Daten für euer Microsoft-Konto. Das habt ihr, wenn ihr Windows 7 installiert hattet oder auch ein anderes Windows 10 auf irgendeinem Fertig-PC oder was auch immer, dann habt ihr ein Windows-Konto und diese Daten habt ihr irgendwo in euren Unterlagen. Ihr könnt alternativ natürlich auch ein neues Konto erstellen, das ist auch möglich. Das ist euch überlassen, deswegen überspringen wir mal einfach diesen Punkt. Folgt den Anweisungen am Bildschirm, dann geht das auch alles sein Gang. Also Konto erstellen oder wie auch immer neues Konto anlegen, ist euch überlassen. Habt ihr euer Konto erstellt, euer Passwort angelegt, dann seid ihr noch immer nicht fertig. Nein, Microsoft möchte noch viel, viel mehr Informationen von euch haben. Was ihr gerne auswählt, was ihr mit Ja, mit Nein bestätigt, ist jetzt wirklich euch überlassen. Ihr könnt jetzt Punkt für Punkt immer wieder was angeben, wie hier eine Telefonnummer, solche Sachen, damit ihr eben auch wirklich von Microsoft immer gut beobachtet werden könnt. Natürlich nur in Anführungsstrichen, das möchte ich natürlich jetzt nicht behaupten. Ich würde einfach sagen, wir spulen die Sache wieder ein bisschen vor. Entscheidet einfach in jedem Fenster selber für euch, was ihr gerne machen möchtet und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey, hallo! Wir bereiten alles vor. Na, das ist doch eine super Sache. Blöderweise dauert auch das wieder ein Stück. Deswegen spulen wir auch jetzt wieder ein kleines bisschen vor. Hey, fast geschafft. Yippie-yay, wir haben's. Unser Windows ist da. Jetzt kommt als erstes der Microsoft Edge Browser, wo wir nochmal die Sprache auswählen. Das ist alles kein Problem. Diesen Sound Blaster Audio Controller, den ignorieren wir jetzt mal. Wenn ihr keine Sound Blaster, also keine Soundkarte installiert habt in eurem System, dann kommt die Meldung mal nicht. Deswegen hier nehmen wir nochmal die Sprache aus für unseren Browser. Und dann haben wir wirklich alle Einstellungen erstmal erledigt. Wir könnten jetzt nämlich auch schon surfen, wenn wir wollten. Und mit dem Schließen des Edge Browsers sehen wir unsere fertige Windows 10 Benutzeroberfläche. Schön sieht's doch eigentlich aus. Ja, liegt immer noch im Auge des Betrachters. Und wenn euer Bildschirm jetzt auch so aussieht wie hier im Hintergrund, dann habt ihr es auf alle Fälle geschafft. Eure Windows-Installation ist fertig und funktioniert. Und was ihr natürlich jetzt noch beachten müsst, ganz wichtig vor allem, damit das Bild nicht mehr ganz so grob pixelig aussieht, ihr müsst noch Treiber installieren. Das wäre der Grafikkartentreiber, dann habt ihr eine ordentliche Auflösung auf eurem Bildschirm. Und ganz zwingend vorher, bevor ihr diesen installiert, muss noch unbedingt der Mainboard-Treiber mit drauf. Diesen findet ihr, wie üblich, auch den Grafikkartentreiber mit den mitgelieferten CDs. Aber gerade bei der Grafikkarte empfehle ich euch, aus dem Internet den aktuellsten Treiber zu downloaden, weil die CDs sind meistens nicht immer aktuell. Beim Mainboard-Treiber sieht es wieder andersrum aus, da würde ich euch schon den von der CD empfehlen, eben weil er auch noch viele zusätzliche andere hilfreiche Programme hat bei der CD-Installation. Da würde ich euch empfehlen, legt die CD ein, wenn ihr ein CD-Laufwerk habt, was ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt so Standard ist. Aber ansonsten müsst ihr es halt downloaden, aber trotzdem nehmt dann die CD und installiert all eure Programme, worauf ihr Lust habt, von der CD und die Treiber müsst ihr sowieso machen, damit eben auch alles ordentlich funktioniert. Und danach, wenn ihr das gemacht habt, noch ein wichtiger Hinweis, installiert euch unbedingt auch einen Virenscanner, denn bevor ihr anfangt zu surfen, Virenscanner ist wirklich empfehlenswert. Welche Firma ist euch überlassen, ich sag's bloß, müsst ihr nicht machen, ist aber auf alle Fälle von Vorteil. Und damit sind wir jetzt am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Installieren, habt nicht ganz so viele graue Haare bekommen. Denk mal, so schwer wird es auch nicht gewesen sein. Wenn ihr die Punkte so halbwegs nachgemacht habt und alles halbwegs so installiert habt, dann denke ich, habt ihr es auch hinbekommen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Und über euer Abo würde ich mich auch riesig freuen.
Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ciao zu sagen. Bis zum nächsten Video. Macht's schön gut und bye bye.